Verdammt, hätte ich gewusst, dass ich in Air Domination Match komme, hätte ich was anderes ausgesucht. Mahlzeit, ihr Schlawiner, hier ist Knochen. Heute fliege ich mit der Heinkel 111 H6. Wirklich sehr, sehr schönes Flugzeug. Mir gefallen diese ganzen Heinkel 111 Modelle richtig lecker. Richtig gut. So könnte man den Satz auch beenden. Ich habe 2000 Kilo Bomben und eine 250er, wie man hier sieht, in der Mitte. Leider bin ich im Air Domination Match, also kann ich die nicht zeigen. Aber ich versuche mal irgendwie hier rumzukreisen. Und schau, dass hier irgendwas kommt. Wir haben 5 7,92er Maschinengewehre überall verteilt. Zwei seitlich, hier sieht man es. Klar. Oben Kanzel, unten Kanzel und vorne habe ich auch noch. Kommt schon die ersten. SPM, das wär's natürlich. Oh, komm, P40. Aber ich bin zu langsam für die P40, also werde ich doch drehen. Vielleicht komme ich an die SPM ran. Die Bomben lasse ich erstmal als Wendelast dran. So bis sie. Ich sag, muss aufpassen, ich darf nicht zu sehr im Boden nähen und dann versuchen, mit meinem Manöver zu fliegen. Mein Schütze legt los. Er ist schon weg, schade. Ist auf jeden Fall eins meiner absoluten Lieblingsflugzeuge. Selbst wenn das hier jetzt nicht so gut läuft, liegt das nicht am Flugzeug, sondern an mir oder am Modus. War meiner absolut. Wirklich. Ist so geil. Scheiß Hurricane. Das ist eins der Flugzeuge, weil man natürlich so eine Art Igelbewaffnung hat, wo man am besten versuchen soll, sollte. Jetzt noch einige Treffer, Abschusshilfe. Jede Abschusshilfe ist mir willkommen. Wenn man Glück hat, hat man noch ein etwas leichteres oder leichter gepanzertes oder gar kein gepanzertes Flugzeug vor allen. Die werden mich auch richtig bearbeiten, aber ich hoffe, da kommt gleich jemand zur Hilfe. Laut Minimap sind zumindest welche da. Und ich versuche mich auch mal seitlich zu drehen. Wenn ich mitbekomme, dass jemand seitlich auf mich zukommt. Damit natürlich der jeweilige Schütze dann schießt. Bekomme nicht genug Treffer. Eine Abschusshilfe aber hier erreicht. Ich weiß nur nicht, welches Flugzeug das war. Ich werde hier einfach weiterfliegen, bis mich einer mal rettet hier. P36, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Das Blöde ist, ich muss natürlich in Bewegung bleiben und gleichzeitig irgendwie zu meinen Leuten kommen. Damit ich nicht die ganze Zeit hier beschissen werde. Es sieht aber eigentlich ganz gut aus. Ah, das war die Key. Du kleiner Mensch. So. Man muss ja nicht ständig Schimpfworte sagen, oder? Wichser. Die brennt. Schön, wenn ich hier noch einen Kill hinkriegen würde. Man kann natürlich nicht alle möglichen Manöver fliegen. Also irgendwann ist man natürlich auch. Oh, das sah richtig geil aus, Leute. Alle Rohre geschossen. Ich meine, es ist eigentlich auch cool. Also wirklich gut zum Farmen, weil. Je mehr Treffer man auf dasselbe Flugzeug macht, man kennt es ja, desto mehr Punkte bekommt man natürlich auch für die jeweiligen Treffer. Ich sorge hier die ganze Zeit für, sag mal, das ist ja wie eine Sau anstechen und jemand anders macht das dann, schlachtet dann das Vieh sozusagen. Dann kommt mir das so ein bisschen vor hier. Ich mache hier einen Abschusshilfe nach dem anderen hier. Dann kommt schon wieder der nächste. Oh, das sah nach einem größeren Kaliber aus. Ich hoffe, die nehmen den raus jetzt. Nehmt ihn raus! Jetzt bin ich doch so schwer getroffen. Ja. Jetzt kann ich mich eigentlich verabschieden. Okay, wir machen es mal folgendermaßen. Ich werde die Mühle nicht mehr hochbekommen. Und es hat geklappt. Ich habe mich selbst weggesprengt. Somit kriegt Herr Spasmakus hier den Kill nicht, aber ich krieg eine Abschusshilfe und das ist natürlich das Coole. Also wenn ihr wirklich gemein sein wollt,
knallt euch selbst mit euren eigenen Bomben weg. Ihr müsst halt nur tief genug fliegen. Aber das war jetzt eine Bombenlast von insgesamt 2250 Kilogramm. Das ist natürlich klar, dass ich mich dann selbst ins Jenseits befördere, wenn ich da irgendwie 50 Meter über Boden fliege, oder es waren wahrscheinlich nicht mehr 50 Meter. Die Druckwelle reißt dann einfach komplett. Ja, da bleibt nichts mehr übrig. Eine Zeit lang hat das nicht mehr so funktioniert, kann ich mich noch irgendwie dran erinnern. Da habe ich auch mehrmals versucht, mich wegzusprengen. Und da hat der Typ dann trotzdem den Kill bekommen, oder zumindest eine Abschusshilfe. Aber jetzt scheint es wieder zu funktionieren. Wer sich selbst wegsprengt, der gilt als abgestürzt. So, wie gesagt, Bomben lasse ich noch drin. Das ist Drecksmick. Okay. Warte mal, komme ich da noch ran? Nee. Zu schnell. Ich bleib jetzt mal mit an dem MiG. Brauche ich nicht mehr, ist schon weg. Gut. Hurricane. Oh, ich sehe gerade, da kommt ein ganzer Schwarm auf mich zu und das wird wohl nicht mehr allzu lange dauern, bis ich hier weg bin. Immer ein bisschen in Bewegung bleiben, bloß nicht zu starr irgendwie auf einer Position oder in eine Richtung fliegen. Ich wurde auch schon wieder so schwer getroffen. Wenn ich jetzt natürlich noch einen runterschieße hier, das wäre natürlich optimal, aber ich habe zwar einen Crit gemacht, aber es wird wohl nur... Wow. Jetzt! Also solange da nicht steht, dass irgendwie der Öltank oder so beschädigt ist. Oh, süß. Ist der Crit eigentlich wertlos? Ich geh mal mit der Junkers rein hier. Man darf natürlich nicht vergessen, in solchen Matches kriegt man mit Bomberabschüssen und so natürlich weniger Punkte, weil die Berechnung wohl so läuft, dass man, weil man nicht selber schießt, oder in seltensten Fällen selber schießt, jetzt habe ich den Faden verloren. Naja, es wird halt automatisch geschossen und je nachdem, wie man geskillt hat, kann man natürlich auch besser rangehen. Also die automatischen Schützen schießen halt dann besser. Schreck Boomerang, fick dich, Mann. Hätte ich gar nicht probieren brauchen, wahrscheinlich bin ich jetzt auch gleich wieder weg. Und hier kriegt man gleich mit, die fehlende Bewaffnung, also wirklich, dass hier nicht viel los ist. Das macht auch einiges aus. Blöderweise fliege ich jetzt so hoch, dass ich nicht vernünftig getroffen werde. Ich falle auseinander, wieso? Ich verstehe nicht, warum ich auseinanderfalle. Was war denn das? Ausgebrannt und ich sehe keine Flammen. Was für eine Scheiße. Geht trotzdem nochmal rein. Jetzt mal im Ernst, ey, was ist das denn? Also das muss ich jetzt bemängeln. In letzter Zeit... gibt es mehr Fehler als noch vor, weiß ich nicht, 2 Jahren, als ich angefangen habe. Ja? Man hört irgendwelche Sounds nicht, man ist plötzlich abgeschossen, obwohl man gar nichts gehört hat. Ja, und auch nichts auf der Minimap angezeigt wurde und so. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, hast du nicht geskillt oder so. Nee, es ist doch bekannt und da brauchen wir uns nicht drüber streiten hier. Es sind mittlerweile, haben sich viel mehr Fehler eingeschlichen, als noch vor einiger Zeit hier überhaupt vorhanden waren. Ich bin wenigstens Abschusshilfe auf diesen Typen hier, ey. Fixer. Gladiator, echt jetzt? Jetzt ist bestimmt derselbe Typ wieder hinter mir. Guck gleich mal. Ich denke mal, dass er das war. Der Schütze trifft hier irgendwie nicht so gut. Weil, liegt wohl eher daran, weil die zu weit entfernt sind. Also als wir vorhin 2 reingekrochen sind, wirklich ziemlich nah, mit einer Entfernung von 200 Metern, da hat er ziemlich gut getroffen.
Aber jetzt ist auch dieses Flugzeug wieder hinüber. Ich würde jetzt was sagen. Irgendwie ganz schlimme Sachen, ne? Über seine Eltern. Aber ich klemm's mir einfach. Ich meine, gut, er ist ja kein Skill. Das ist ja kein Skill, irgendwie jetzt so eine Klapperbombe zu ballern. Jetzt mal im Ernst. Ja, und so ein Flugzeug. Wichser ist weg. Wieso ist der jetzt auf Totenkopf da? Was ist das denn? Außerdem fliegt doch der andere Spaß dann noch. Ich muss da hin, ich will ihn echt vernichten. Ich versuch mal eben noch Auge um Auge abzugreifen hier. Abbrennen. So, Wichser! Wie sieht's denn jetzt aus hier? Hier müssen viele, Alter. Die haben ja noch richtig viel am Start hier, oder? Warte mal, ich hab noch einen Befehl. Aber schnell jetzt, schnell! Oh, das war freaking knapp. Schön in Bewegung bleiben. Ich hasse es, wenn sie so auf mich abstürzen wie die Arschgeier. Die sollen sich mal ein bisschen auf meine anderen Kollegen hier konzentrieren. Tun sie leider nicht. Oh, Fixer. Da ist er schon wieder. Arsch. So. Aber ich habe auch viel hinter mir. Uiuiui. Kurva, das sieht nicht gut aus. Ich glaube, das kann ich mir jetzt auch gleich sparen hier. Ich sitze zu wenig von meinen Leuten. So, egal. Ich komme echt nicht an die P-36 an. Klappen? Jetzt ist auch blöd. Der Kollege ist abgestürzt und ich werde verfolgt. Und hier brauche ich nicht mehr auf Hilfe hoffen. Hurricane vielleicht noch. So, da. Okay. Jetzt werde ich nicht schnell genug hochkommen hier. Jetzt bin ich ein bisschen blöd dran. Also werde ich erstmal weiter unten bleiben hier. Stürzt herunter. Ne, fliegt ihr mal hoch, macht ihr mal klarer. Neben mir irgendetwas hier. Ich will irgendwie an diese G50 kommen. Zur Not nehme ich auch die Hurricane. Wenn ich Pech habe, nehme ich gar nichts. Oh, Wichser. Jetzt bin ich auch hinüber. Das Steuern hat sich erledigt. Manövrieren nicht mehr möglich. Jetzt werde ich nur darauf warten, dass das Kitty mich abschießt. Hat er auch gemacht. Schieß weiter, schieß, komm, hol dir ein paar Pünktchen. Oh, Mann, bist du ein großer Junge. Uiuiuiui. So. Wie war ich jetzt schon verloren? Müssen ja gute 5 schon sein, ey. Aber gut, Air Domination, ne? Was will man erwarten? Ich hab so Schwitzgriffel gerade, Wahnsinn. Das läuft ziemlich lange, fällt mir jetzt erst auf. So, ich versuche die Hurricane noch zu holen hier. Wie sehen denn überhaupt die Punkte aus? Naja, lange im Gefecht gewesen, ne?
Ich cappe? Ja, ich cappe. Der spuckt hier ein Ende halt. Cappe ich noch? Offensichtlich nicht. Mir die Mühe auch sparen hier. Hier hinten sind noch viele. Ich komme nicht so hoch. Außerdem habe ich jetzt ein Ziel. Und da ist Gomme. Und der Hooligane. Der andere liegt ja auch noch. Okay, sind drei von uns. 3 gegen 3. Ich hoffe, ich werde jetzt eine würdige Verstärkung sein für meine Leute. Nein! Klaut er mir meine Hassopfer hier. Liegt da. Noch! Alter! Fuck! Brack! Oh, er ist hier wieder! Er ist hier wieder! Mit der bin ich hier nicht so prickelnd, mit der BF, aus irgendeinem Grund. Ich kann nicht mal erklären genau wieso, aber es ist halt leider so. Wichser in der Hurricane. Wow, was war das? Wer war er denn hier? Geh raus da! Ja, Asgard, treffen hier. Okay. Ja, Domination. Was will man machen? So. Ach, guck mal! Weil ich diesen. Ich habe den Einsatzbefehl am Laufen gehabt und er dachte, ich muss der Beste sein, ich brauche die Kohle. Das habe ich schon oft erlebt. Dass sie wie die Psychos dann wirklich ihre Flugzeuge verballern. Hauptsache sie sind... Oh, shit. Fuck. Was soll ich sagen? Nee, ich gehe jetzt mit keinem mehr rein, ich habe keinen Bock mehr. Wir gucken mal kurz hier zu. Ach, scheiß drauf. Ich mach eh noch eine Runde und dann sage ich, wie es ausgegangen ist. Bis gleich. Also, wir hatten verloren. Aber ich habe immerhin 13 Abschusshilfen erreicht. Und ihr habt auch den Erfolg Flügelmann bekommen. Wer einen Screenshot davon sehen will, einfach Bescheid sagen. Ich suche den raus und dann lade ich den auf Imgo oder so hoch. 13 Abschusshilfen und immerhin Rang 4. Oder 4. Platz erreicht. Oh, hier war ich auch schon lange nicht mehr auf der Karte. Couleur French. Gut, auf was konzentriere ich mich? Hier gibt es auch wieder keine Basen. The Real Boyington. Boys? Echt? Der Clan heißt Boys? Entweder sind das Jungs oder welche, die erwachsene Jungs mögen. Oder sowas. Naja. Jeder nach seiner Fasson, ne? So, die Captain schon. Ich muss zusehen, dass ich irgendwie durchkomme. Ich will eigentlich dahin, wo die SU gerade hin will. Oder ich bin Psycho und flieg einfach durch. Ich flieg durch. Fuck, Cis. Ist mir egal jetzt. Mein 20 zieht vorbei. Gute Sache. Die SU hat sich echt da ablenken lassen. Oh, scheiße. Sie sind hinter mir! Aber ich will meine Last noch rausknallen. Ich will meine Last auf jeden Fall noch rausknallen. Und zwar sollte ich das besser jetzt machen. Netter Versuch, Spaß, hat nicht funktioniert. Also ich finde Rammer zum Kotzen. Habe ich das schon mal erwähnt? Weil ich finde... Weiß ich nicht. Ich finde da eigentlich gar keine Worte für. Ja, okay, er hat mich aber immerhin so beschädigt. Oh ja, jetzt bin ich eigentlich auch so gut wie weg. Gut, das war schon mal ziemlich schnell jetzt. Ja, was soll man dazu sagen? Aber nochmal reingehen, ne? Okay. Ich
Ich habe in Foren gelesen, dass Leute meinen, ja, wer rammt, wer es schafft, einen Bomber zu rammen, der hat Skill. Das sehe ich überhaupt nicht so. Weil ich habe, also, ich bin nicht der schlechteste Spieler, aber ich habe jetzt auch nicht so einen super Skill. Und ich habe auch schon locker einfach direkt durch Sturzflug auf einen geballert. Und hinter dem flog ein Bomber. Und da bin ich einfach durch seinen Flügel gekracht. Und dann hat sich die Sache erledigt gehabt. Und ich war sogar noch flugtüchtig, relativ. Von daher finde ich das jetzt nicht so skillig. Und dann denke ich mir, ey, wenn ich es nicht schaffe, diese Scheißbombe abzuschießen, das kann mir doch keiner erzählen, dass außer bei den Japanern da irgendwie Kamikaze-Piloten unterwegs waren. Ich weiß, bei den Deutschen waren gegen Ende auch ein paar unterwegs. Ja, aber normalerweise hat man versucht, sein Leben zu retten und sein Flugzeug auf jeden Fall zu behalten. Ich meine, ich finde es gut, dass jetzt Belohnung mehr für das Rammen von Flugzeugen gibt. Ich weiß noch, als ich angefangen hatte, da war das anders. Da habe ich für Rams habe ich auch Kohle bekommen. F6F. Oh, scheiße. Mach einen Treffer. Oh, Abschlusshilfe. Könnte gut sein, dass sie gleich drehen. So, ich knall hier zwei raus, würde ich sagen. Und zwar. Ich versuche noch ein Schiff mitzunehmen irgendwie. Drei auf einmal, auch nicht schlecht. Ja, so ein kacklangsames Boot hier. Hup. Und weg. Immerhin kann ich noch fliegen. Das ist richtig Gold wert. Jetzt will er natürlich dranbleiben und ich krieg schnell in die Fresse. Schade. Schnell und viel in die Fresse vor allen Dingen. Ich denke, er hat Crit gezählt bekommen für das Treffen meines Öltanks. Wo Öltank hat er nicht getroffen, er hat bis in den... Oh, scheiße. Na, das hat sich auch schon wieder erledigt. A20, komm hier, mach mal noch ein paar Treffer auf die A20. Scheiße, ich konnte es nicht rechtzeitig machen. Fuck, Mann. Fuck. Jukas. Ne, ich flieg mal die BF. Der muss ich noch ein bisschen üben. So, wo ist er? Wer, wo, wie, wo ist er? Zeig dich. Wo bist du? Oh, hier. Krät wird abbrennen. Ich kenne die Japaner. Die brennen einfach ab dann. Jupp. Bei denen hat es nämlich nie funktioniert, wenn ich probiert habe, den Schub komplett rauszunehmen, dass der Brand ausgeht. Hat nie funktioniert. Ich werde mal nachladen jetzt. Not nehme ich raus. Der ist auch weg. Sieht auch scheiße aus. Oh. Weg. So, trotz allem Heinkel 111. Einer der schönsten Bomber überhaupt. Den würde ich eigentlich auch gern, aber ja, dachte ich mir auch, weil es ist eigentlich unsinnig, warum soll ich den jetzt ewig verfolgen? Wahrscheinlich kriegen noch nicht mal. SU2 vielleicht. Wie viele sind auf der Hurricane? Eigentlich nicht so viele. Sollte ich helfen oder schafft er den? Ich habe andere Ziele. Andere Ziele vor Augen. Ich glaube mal nicht, dass ich rankomme hier an den kleinen Wichser. Aber ich muss ran, ich muss ran, ich muss ran. Einen lumpigen Treffer. Oh, da kommt der B25.
Das ist nicht die S-Ufer. So, wieder rein ins Getümmel hier. Oh shit, ich hätte nachladen sollen, aber whatever. Ja, die Klappen sollte ich anfahren, das stimmt. Der ist weg. Scheiße, Apollo. Ja, die Honorbeln gemacht. Lad nach, Mann. Man kann halt nicht alles haben. Scheiße, echt jetzt. Der wollte cappen. So, jetzt sind die ganzen schönen Ziele eigentlich weg hier. Ziemlich weit entfernt. Oh. Ich hab Bock auf die Jacke eigentlich. Hey! Jetzt fällt's mir ein! Warum cappe ich nicht? Okay, ich probier's. Ich probier's wirklich. Nein, komm nicht weg. Ja, P26. 587er. Ein Kollege hat gecappt, du bist mein Held. Echt jetzt. Du bist ein guter. Verreckt die Sau nicht, ey. Schon kurz vor der. Kurz vor der Verzweiflung. Hinterher. Nee, das wird nix. Mein Guter. Zusehen, dass er jetzt nicht hinter mir hängt hier. Der ist unten. Scheiße. Abschlusshilfe. TBF. Eine andere BF 109. Gar keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Hat sie erledigt für mich. Ich muss jetzt zusehen, schnell weg hier. Leute, kommt, helft mir, Hilfe! Helps! Genau, schön abfangen. Teamwork! So funktioniert die Scheiße. Er klebt mir noch am Arsch hier. Du mich auch. Und deine Eltern, jetzt hast du dich selbst gefickt hier. Ist er weg? Nee, ist nicht weg. Glaubst du, ich komme nicht hinterher und ich flieg. Oh, okay. Ich hätte es vielleicht doch noch geschafft. Ich wollte gerade ein anderes Manöver probieren. Ja, doch, ich tue so, als wollte ich Manöver probieren. Oh, Gott. Fuck. Ich sag mal, wenn man in den ersten paar Sekunden nicht trifft, dann sollte man es einfach lassen. Wie sehen die Stats aus? Will ich noch was machen? Oh, schon drei verloren. Ey. Scheiße aus. Versuchen wir ein bisschen Terror mit der Junkers zu stiften hier. Müssen wir irgendwie halten. Ehrlich gesagt, ich würde tatsächlich probieren zu landen, aber ich bin noch nie mit dem Bomber gelandet. Ich weiß gar nicht, wie das geht. So blöd das klingt. Aber ich habe es auch noch nie ausprobiert. Vielleicht könnten wir gewinnen, wenn ich irgendwie noch ein paar Bodeneinheiten weghaue. Das sind ja meine noch die Landungsboote. Ich versuche das mal irgendwie zu bewerkstelligen.
Master Killer. Erinnert mich so an so ein Album hier. Wie heißt denn diese Band da? Marauder. Die hatten auch ein Album namens Master Killer. Ah, er versucht hier einen auf Tricky zu machen, oder? So. Landen hat sich erledigt. Ich muss erstmal die scheiß Bombenlast loswerden. Nein, sie cappen. Echt jetzt? Sie cappen nicht mehr, aber trotz allem. Ist das scheiße für uns jetzt hier gerade. Hier gibt's 4, da gibt's 5. Eins. Zwei. So, wir haben den Flugplatz. So, C haben wir nicht. Kann ich da irgendwas machen? Ich meine, wir könnten natürlich gewinnen, ganz klar. Wie sieht's denn hinter mir aus? Schon wieder der Pole. Aber wenn die sich jetzt alle mit dem beschäftigen. Oh, Scheiße. Ist natürlich blöd, weil die Lag auch noch da kommt. So ein Kacklandungsboot weg hier. Nee. Und die Lecke ist da. Ja. Servus. Lass mich gerne die Eier wegschießen. Machst du ja ohnehin. Eins, zwei. Nur eine Bodeneinheit getroffen. Really? Ja, sie haben Leben bleibe hier irgendwie. Ich fliege wieder zu den anderen Landungsbooten, werde einfach ein bisschen hinschießen. Ich wollte gerade sagen, die Lag will mich, aber gut, er hat sich anders entschieden. Wow! Geht ja doch! Geht ja doch! Jetzt machen wir die anderen Landungsboote klar und dann gewinnen wir doch noch, letzten Endes. Ja, okay, ich habe einen Treffer, das würde eine Abschusshilfe werden. Ja. So, alle Bodeneinheiten sind weg. Dann fliege ich mal zu C rüber. Wie sieht's denn aus? Gut, ich habe das Flugzeug nicht verloren, dadurch ist es ganz in Ordnung. Aber ich sehe beim Gegner 5, 6, 5, 4, 5, 4 und komplette und viele Leute einfach raus. Das sieht sehr gut aus. Wir werden tatsächlich gewinnen. Auch wenn ich leider nicht lange genug mit der Einkel drin war. Ich schmeiß mal die Bomben ab hier. Ich versuche zu cappen. Und Quatsch, ich versuche zu cappen. Wahrscheinlich packe ich mir einfach nur auf die Fresse. Aber ich bin gelandet! Ah! Ich habe nur vergessen, was waren die Bremse? E oder? Da gab es eine Bremse. Ah, oh, egal. Gut, 5 Flugzeuge zerstört. Leider nicht mit der Heinkel. Aber auch so kann ich sagen, war das ganz witziges Spiel. Ja, so eine Matches kommen natürlich in dem Stubenbereich öfter vor. Und das macht halt noch richtig Laune. Auch die größeren Schlachten machen Laune. Da kann man halt nicht so unbeschwert rumballern, so wie hier und durch die Gegend fliegen, ne? Sondern muss man halt noch ein bisschen gezielter, da ist man halt angestrengter, mehr auf Vorsicht bedacht, während man hier noch wirklich ungezwungen wie ein Kiddie eigentlich rumfliegen kann und rumballern kann. Und ja, das war's hier. Erstmal Heinkel 111 H6 bin ich geflogen. Ich glaube, das stimmt sogar, was ich erzähle hier. H6, alles klar. Ja, danke fürs Zuschauen. Hinterlasst noch ein Abo, wäre echt nett von euch. Und ja, dann bis zum nächsten Video. Viel Spaß beim Zocken. Haut rein. Ciao, ciao.